Hallo, liebe Gartenfreunde. Es ist Mitte, Ende Oktober und man blickt ja so zurück aufs Gartenjahr. Mit der Ernte waren wir soweit ja sehr zufrieden. Aber was uns sehr gestört hat, oder mich insbesondere, ist, dass das Gras hier, also hier ist ja nur Gras, dann fängt das Beet an, das Gras wächst ins Beet. Und die Netze, die wir hier verwendet haben, da wächst das Gras durch und das Unkraut. Naja, ich hätte da gerne irgendeine Art von Abtrennung. Und nun habe ich also viele amerikanische und englische Gartenfilme gesehen und die haben immer diese Raised Beds. Also so 20 cm hohe Holzumrandung um die einzelnen Beete. Und sowas wollen wir jetzt auch mal versuchen. Erstmal mit einem Beet, 1,20 breit wie gehabt, wie wir es immer gemacht haben. Und dabei wollen wir auch bleiben. Und ja, wir wollen das wieder aus Palettenbrettern machen und die Palettenbretter sind 1,20 lang. Das heißt, wir kommen auf 4,80. Also bislang sind unsere Reihen ja 5 Meter, aber das macht dann auch nichts, wenn sie dann halt 4,80 werden. Ja, wo wir das nun genau hinsetzen, sind wir uns noch nicht ganz im Klaren drüber. Ja, wahrscheinlich rechts von den Erdbeeren oder hier neben dem Grünkohlnetz, mal sehen. Das wollen wir jetzt halt mal ausprobieren. Ingo hat ja einen Einachsschlepper, aber der geht nicht. Und zwar seit Jahren. Und insofern ist ihm jetzt auch die Argumentation ausgegangen, warum das schlecht ist, so eine Beetumrandung zu haben. Ja, nun geht das los. Wir wollen so Seitenwände zusammenbauen. Die sollen 20 cm breit sein. Nun sind diese Bretter hier, die wir von den Paletten haben, sehr unterschiedlich breit. Das geht hier von fast 14 cm bis zu 7,5 cm, 10 cm, 9 cm. Und wie kriegt man das nun hin, dass wir gleichmäßige Breite kriegen? Wir sortieren die so ein bisschen vor und vor allem, damit es ordentlich passt, muss ich die Kanten hier einmal kurz überhobeln. Dann legen wir die zusammen. Suchen die so ein bisschen zusammen, immer das ungefähr passt, ein bisschen breiter ist und erst im Nachhinein werden sie auf die exakte Breite von 20 cm geschnitten. Das ist also viel einfacher, als wenn man vorher jetzt anfängt, da hin und her zu schneiden. Ja, los geht's erstmal damit, die Kanten gerade zu holen. Nachdem die Bretter jetzt soweit geholt sind, lege ich die hier an meine Winkelplatte ran. Hier habe ich die ja diese beiden Leisten rechten Winkel an der Platte angeschraubt, schiebe das zusammen und diese kurzen Stücke, die haben wir uns gemacht, die sind genau 20 cm. Und dann haben wir hier 25 vom Ende, habe ich mir hier gleich Striche gemacht. Dann brauche ich nicht zu messen. Das hier auch nochmal. Dann werden die also einfach angelegt an der richtigen Stelle, kurz vorgebohrt und dann können wir das verschrauben. Brauche ich auch die Breite gar nicht zu messen. Die Teile sind ja genau 20 cm lang. Das heißt, die beiden Bretter, die ich zusammenlege, müssen eben genauso breit oder ein bisschen breiter sein. Und dann stimmt's.
Und für eine Beetumrandung 480 x 120 brauchen wir dann eben 10 solche Module, sag ich mal. Also hier sind die meisten schon mal fertig. Ja, die Bretter sind jetzt soweit zusammengeschraubt und man sieht, diese Querstücke sind ja 20 cm, sind immer ein bisschen breiter und das muss ich jetzt beisägen. Wie gesagt, geht das jetzt viel einfacher, als wenn ich vorher schon versuche, die Bretter genau immer zusammen auf 20 cm zu bringen. Übrigens, die Seitenflächen hier, die habe ich ganz bewusst nicht gehobelt. Ich habe nur hier diese Kanten, die Fügekanten, gerade gemacht, weil manche Bretter doch sehr krumm sind. Aber hier in der Dicke wollte ich nichts abhobeln. Das ist nicht nötig. So, und jetzt geht's los. Und ich säge hier zuerst mal in der Breite auf Maß und dann müssen sie natürlich auch in der Länge alle exakt auf die gleiche Länge gebracht werden. Alle Borte sind jetzt auf die gleiche Breite gebracht worden. So schlechte Stellen, manchmal die haben wir schon oben überstehen lassen, das ist mit weggesägt. Und jetzt müssen sie natürlich auch noch exakt auf die gleiche Länge gebracht werden. Denn an der Seite haben wir vier Teile, die wir nebeneinander setzen wollen. 1,20 sollen sie ja sein, ganz sind die Bretter nicht 1,20, manchmal sind sie einen Tick länger. Ich werde sie jetzt hier auf 1,19,5 Zentimeter hier sägen, bündig sägen, also nur gerade, dass sie alle eben exakt gleich sind. Für dieses Beet haben wir uns jetzt entschlossen, da soll also diese Beetumrandung hin und Ingo hat dann nochmal das so ein bisschen durchgearbeitet, das Unkraut rausgenommen und das eingeebnet. Ja, wir haben die einzelnen Bretter jetzt fertig gemacht, jetzt geht es ja darum, die irgendwie anzubringen da als Beetumrandung. Dafür habe ich lange hin und her überlegt, nehme ich da Kanthölzer oder was mache ich da, dass ich reinhaue. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme einfach Bretter, klopfe die außen daneben und lege dann die Platten innen an, kann die eventuell dann mit einer kleinen Schraube fixieren. Das ist so das Einfachste. Jetzt habe ich mir so 50 cm lange Brettchen gemacht und die werde ich dann hier so anspitzen. Ich will mal zeigen, wie das geht hier mit der Kreissäge, weil hier so ein Haufen Kanthölzer lag. Und ich sonst mit dem Tisch nicht hingekommen wäre, habe ich meine Kreissäge oder meine ganze Maschine gedreht. Da unten sieht man, ist ja so ein Drehkranz. Da kann ich die also um 360 Grad drehen, sodass ich hier trotzdem so ganz gut hinkomme. Ja, dann werden die erstmal angespitzt. Nicht so, wie man das normalerweise denkt, rechts und links, sondern ich spitze sie in der Richtung an. Dann habe ich hier mehr Fleisch, hält besser.
Es ist soweit geschafft. Nach einigem Hin und Her haben wir uns also folgendermaßen entschlossen. Diese kleinen Leisten, die die Bretter ja zusammenhalten, immer zwei Stück, nach außen zu nehmen und dann hier zwischen den Brettern die Pfosten, die wir hier eingeschlagen haben, auch nach außen. So sind diese Teile also alle außen und bündig und innen ist es dann eben glatt. Ja, mal sehen, wie es jetzt funktioniert. Jetzt können wir darin arbeiten. So, super, ich bin happy. Dummerweise hatte jetzt also zwischen eben in der Werkstatt und jetzt der Akku der Kamera aufgegeben. Insofern fehlt nun ein bisschen was, aber wie durch Zauberhand steht das Ding nun mehr oder weniger. Ja, gehen wir mal hier zum Kompost. Hier sammelt sich ja im Herbst eine Masse an Zeug an, alles Mögliche. Es wird auch noch allerhand Sonstiges abgeschnitten. Dann haben wir einen ganzen Haufen Erde da, wo wir jetzt unseren Erdkeller ausgegraben haben. So kurz und gut, es wäre nicht schlecht, wenn wir in den nächsten Wochen dazu kämen, das ganze Schnittgut und mit neuem Pferdemist nochmal neu zu Kompost aufzusetzen. Und unser ältester Kompost, den wir im letzten Herbst aufgesetzt haben, das ist dieser hier, der ist auch schon super zusammengegangen. Und das ist also jetzt prima Rohkompost, wenn nicht sogar schon fertiger. Also hier das oberste Holzzeug muss man sich wegdenken, aber das ist schon ganz gut brauchbar. Das werde ich jetzt denn die Tage sieben und schon mal als Mulchdecke auf das Raised Bed dann aufbringen. Ja, dann wollen wir da noch mal Rasen mähen, vielleicht noch ein bisschen eine Schicht Rasenschnitt da oben drauf tun, damit das dann bedeckt ist und über Winter gut liegen kann. Ja, ob sich das bewährt, wird sich zeigen im Laufe der Zeit, aber Ingo hat das super hingekriegt, dass das irgendwie alles eben ist. Ich bin begeistert. Und soweit erstmal. Tschüss! Mit vier Karren frisch gesiebtem Kompost sieht es jetzt so aus. Und tschüss!